wie dieser Mann versucht, den Tod zu umgehen. Zum Beispiel nimmt er jeden Tag über 100 Pillen. 100? Ach du Scheiße, das ist safe gesund. Eine Behandlung mit dem Blutplasma seines Sohnes. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt, wie dieser Mann versucht, den Tod zu umgehen. Hey, ich bin gespannt, was hier in dem Video passiert. Ich kann schon mal vorweg sagen, dass ich der Meinung bin, dass der Tod im Endeffekt, unterm Strich, auch wenn wir dadurch leiden als Menschen, wenn zum Beispiel ein Familienmitglied von uns geht, aber unterm Strich ist der Tod meiner Meinung nach nichts Böses. So, der Tod gehört zum Leben dazu. Ohne Tod würde es kein Leben geben. Wir leben in einer dualen Welt, wo es zu allem auch das Gegenteil gibt. Wir haben gerade über Gut und Böse oder richtig und falsch geredet. Und hier in dem Fall ist es auch so. Ich glaube, der Tod ist nichts Böses. Ich glaube auch nicht, dass es nach dem Tod vorbei ist. Und deswegen ist es, glaube ich, also für mich auch mehr die Hölle, wenn du nicht sterben würdest. Weil dann würdest du hier in der Dualität gefangen bleiben. Ich bin überzeugt davon, dass es sowas wie eine Vollkommenheit gibt und dass wir eventuell nach dem Tod da auch hingehen und ja, die pure Vollkommenheit fühlen können. Jessen tippt 1 Euro. Schaut gerne auf Rumble vorbei. Ich küsse dein Herz, Yassi, bester Mann. Und das zu verweigern oder dem vor dem wegzulaufen oder versuchen, das zu vermeiden, ist, glaube ich, keine positive Sache, sondern eher eine negative, so denke ich. Ich habe natürlich keine Ahnung, was nach dem Tod passiert, aber das ist so das, was ich fühle zu dem Thema. Ja, Mann, Alter, Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren, wir gehen rein in den Peter. Let's do it, man, Alter. Und los. Don't ever play yourself. Willst du über 120 werden? Also, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube, dass wir als Menschen fähig dazu sind, länger zu leben, als wir denken. Da lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, aber ich glaube auch zu wissen, dass wir früher mal länger gelebt haben. Weißt du? Also, I don't know, Alter. Ich meine, ja. Wenn du in die heiligen Bücher reinguckst, da haben die Jungs innen auch länger gelebt, als wir heutzutage leben. Ist halt, ja, viele sagen, ja, das ist halt keine vertrauenswürdige Quelle und so. Ja, schön und gut, Bruder, aber ich habe das Gefühl, dass wir Menschen eigentlich viel länger leben könnten. So. Ich fühle mich jetzt noch wie 18, also ich glaube, ich kann schon bis 200, 300 machen. Ein paar Generationen überleben, ein bisschen prägend, Digga, Vecio. Vielleicht sogar über 200. Dann hast du was mit Brian Johnson gemeinsam. Der hat sich nämlich vorgenommen, so richtig, richtig alt zu werden. Und zwar, indem er mit der neuesten Wissenschaft... Aber nicht so, Digga. Weißt du, wie ich meine? Das haben die Jungs innen damals auch nicht gebraucht, wenn die dazu fähig gewesen sind. Ich stelle das als Fragezeichen in den Raum. Ich glaube, wir müssen mehr auf die Natur zurückgreifen als auf irgendwelche wissenschaftlichen Dinge, die wir hier jetzt gerade sehen. So, keine Ahnung, was der sich alles gibt, ja. Jeden Aspekt seines Körpers optimiert. 2 Millionen US-Dollar gibt er nach eigenen Angaben jedes Jahr für Ärzte, Tests, Medikamente und Nahrungs... Tschüss, 2 Millionen, Digi? ...gänzungsmittel aus. Er nennt sich selbst einen Professional Rejuvenation Athlete. Also einen Profi-Verjüngungsathleten. Und den... Bruder, Alter, das sind die Jungs innen mit zu viel Geld, ne? Den langweilig ist. ...weltweit meist gemessenen Menschen. Ich denke, also ich bin überzeugt davon, dass er nicht der Einzige ist auf jeden Fall. Also ich denke so, die mächtigen Menschen auf der Welt, die machen sowas auch, Digga. So ein Billy? Billy und Klausi? Die sind safe auch so unterwegs. Selbst die Stars in Hollywood und so. Die nehmen ja auch alle Wachstumshormone und so, um sich jung zu halten, die Stars. Testosteron ein bisschen hier und da. Da er jeden Aber Bro, was ist, wenn du morgen vom Bus überfahren willst? Bruder, Gott ist groß, weißt du, wie ich meine? Das kannst du dann nicht vermeiden. Wenn Gott will, dass du gehst, dann gehst du. ...seines Körpers, seines Schlafs und seiner Ernährung trackt. Er hat verkündet, einen Weltrekord aufgestellt zu haben, indem er sein epigenetisches Alter in 7 Monaten um 5 Jahre reduziert hat. Was das genau heißt, wie er das geschafft hat und ob er wirklich einem echten Jungbrunnen auf der Spur ist, das überprüfen wir jetzt. Where are we with the Fountain of Youth? I want to be the example. Wie alt ist denn der Cousin, Digga? Irgendwie, ich finde nicht, dass der wirklich so eine natürliche Gesundheit ausstrahlt. Oder? What we can build. Brian Johnson. Chronologisches Alter 46. 46, okay. Okay. Ja, doch, sieht noch relativ gut aus für 46, wa? Verkaufte 2013 seine Bezahlsoftwarefirma an PayPal und hat nun über 300 Millionen Dollar Privatvermögen.
Was macht man mit so viel Geld? Nun, man kann zum Beispiel versuchen, siehst du? Zu viel Geld, Digga. Legende zu werden. Das ist zumindest Brian Johnsons Plan. Er möchte, dass die Menschen des 25. Jahrhunderts auf ihn zurückschauen, wie wir auf große Entdecker der frühen Neuzeit zurückschauen. Oh, das ist hart. Zum Beispiel auf Magellan, den ersten Europäer, der Anfang des 16. Jahrhunderts mit dem Schiff bis Ostasien gesegelt ist. Aber Brian Johnsons Entdeckungsreise führt ihn nicht um den Globus, sondern in die Zukunft. Denn seine Leistung soll sein, uralt zu werden. Er will herausfinden, ob der Tod wirklich unausweichlich ist. Und seine Herangehensweise an das Vorhaben macht auf den ersten Blick einen ganz soliden Eindruck. Mit einem großen Team von Ärztinnen und Ärzten durchforstet Johnson die wissenschaftliche Fachliteratur über das Altern und Methoden zur Verjüngung. Dabei sind sie auf eine sehr lange Liste von biologischen Merkmalen gestoßen, die sich mit dem Alter verändern. Zu diesen Das Krasse dabei ist so, ich wette mit dir, es gibt einen Cousin, der in Jamaika abhängt und den ganzen Tag nur roh isst, nur Gemüse und Früchte und den ganzen Tag in der Sonne ballert, am Meer ist, happy und glücklich ist, der einfach älter wird als der. Ohne einen Cent zu investieren und einfach nur mit Lebensfreude, Liebe und guter Ernährung und diesen ganzen Sachen. Weißt du, wie ich meine? So. Markern gehören zum Beispiel Leistungsmerkmale wie die Griffstärke und physiologische Merkmale wie das Atemvolumen, die Knochendichte oder der Zustand der Organe. Mit verschiedensten Maßnahmen sollen also Johnsons Biomarker auf Werte gebracht werden, wie sie für einen jüngeren Mann typisch wären. Bei den Maßnahmen handelt es sich vor allem um Lifestyle-Anpassungen, also um Ernährung, Sport und Schlaf. Aber auch um bestimmte Medikamente, um Licht. Ernährung, Sport, Schlaf erstmal wichtig auf jeden Fall. Therapie und sogar Blutplasma und Hormontherapie. Mercedes sagt, würdet ihr euch zum Beispiel Botox etc. spritzen lassen? Nee, ich nicht. Ich finde halt alt sein auch sexy, ne? So. Ich freue mich ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, Digga. Ich finde also so ein gewisses Altern strahlt auch was aus, finde ich, weißt du? Weisheit, Lebenserfahrung. Man sieht es dir an, dass du schon ein bisschen was durchgemacht hast. So. Ich finde es irgendwie sexy. Bisschen grau im Bart oder so. Aufentspannt. Das ist doch geil. Zum Beispiel nimmt er jeden Tag über 100 Pillen. Darunter 100? Ach du Scheiße, das ist safe gesund. Recht normale Nahrungsergänzungsmittel, wie zum Beispiel Vitamin D. 100, Digga! In B12 und konzentrierter Knoblauch, aber auch verschreibungspflichtige Medikamente wie Acarbose, was eigentlich bei Diabetes Typ 2 Erkrankten eingesetzt wird. Die verschiedenen Maßnahmen sind dabei wissenschaftlich, unterschiedlich gut unterstützt. Denn die Forschung auf dem Gebiet der Verjüngung von Menschen ist noch nicht sonderlich weit fortgeschritten. Für die meisten Maßnahmen gibt es bisher nur Versuche mit Würmern, Fliegen und Mäusen. Brian Johnson probiert also Dinge aus, von denen nicht immer klar ist, ob sie etwas bringen. Aber das ist auch irgendwo der Punkt. Er ist ein Versuchskaninchen. Wir können hier in diesem Video jetzt leider nicht alles durchsprechen, was er schon ausprobiert hat, aber wir haben uns drei konkrete Beispiele... Bruder, ich kann mir gut vorstellen, dass der sich damit eher auch schadet, so, ne? Sag ich dir ehrlich so. Jetzt vom Gefühl her kann ich mir vorstellen, dass er sich damit auf jeden Fall langfristig eher schadet, als dass er sich gut tut, so. Ist halt, Mann, der will ein bisschen, ich glaube, der will auf jeden Fall Aufmerksamkeit, der weiß nicht, was er mit seinem Geld zu tun hat, der will ein bisschen Fame haben, will irgendwas probieren, wo er auf einmal so der Einzige sein kann und so. ...gesucht, die gut illustrieren, was er so macht. Zum Beispiel nimmt er regelmäßig Rapamycin. Rapamycin hat schon eine vergleichsweise gute wissenschaftliche Basis. 2009 veröffentlichte eine Forschungsgruppe in den USA, dass Rapamycin das Leben von Mäusen verlängern kann. Es unterdrückt den Signalstoff. Übrigens bin ich kein Fan von diesen Tierversuchen auch. Rapamycin et old man, Alter, lass mal die Mäuse in Ruhe, die armen. mTOR, der Teil des TOR-Signalwegs ist. TOR heißt übrigens einfach Target of Rapamycin. Die bisherige Forschung weist darauf hin, dass Rapamycin vor allem den Abbau von überschüssigen Molekülen in der Zelle verbessern könnte. Woraus wird denn das gewonnen, dieses Rapamycin? Dadurch würde es im Alter zu weniger Entzündungen kommen. Und damit sind nicht ganz bestimmte Entzündungen gemeint, sondern allgemein Entzündungsreaktionen im Körper. Dieser Mechanismus wird nach wie vor im Tier...
Stierhoden? Echt? Versuch erforscht. Aber Rapamycin ist schon lange als Medikament zugelassen. Nämlich, um das Immunsystem von Menschen zu unterdrücken, die Organe implantiert bekommen haben. Und deshalb können Studien an Menschen leichter zugelassen werden. Diese aktuelle Übersichtsarbeit fasst die Ergebnisse von rund 19 Studien zur Wirkung von Rapamycin und Rapamycin-Derivaten auf die Alterung zusammen. Demnach verbessern sie physiologische Alterungsparameter des Immunsystems, des Herz-Kreislauf-Systems und der Haut. Laut eigener Aussage nimmt Brian Johnson Rapamycin alle 2 Wochen. Gib dir mal, wie viele Tabletten der hat, der Cousin. Was ihm das nun konkret wirklich bringt, dazu haben wir allerdings keine Angaben gefunden. Aber... Bruder, mich würde mal interessieren, wie dem sein Stuhlgang aussieht. 100 Tabletten am Tag, die reinfetzt, Bruder. Oh mein Gott. So vielversprechend sieht es längst nicht bei allen Experimenten von Brian Johnson aus. Eine der exzentrischsten Aktionen, die er durchgezogen hat, war eine Behandlung mit dem Blutplasma seines Sohnes. Ihr wisst ja, was für eine Richtung das geht, ne? Hier jetzt gerade. Ich will es nicht aussprechen, aber ich glaube, meine Schwurbler im Chat, die wissen schon Bescheid, Digga. Die Idee geht auf eine wirklich verblüffende Studie an Mäusen zurück. Ein Team aus Forscherinnen und Forschern in Kalifornien wollte wissen, ob... Hey Digga, ich habe mir gestern diesen Talk reingezogen zwischen militante Veganerin und Patrick Reiser, so, ne? Dann habe ich mir auch so überlegt, was sagt ihr dazu, Chat? Das muss ich mal kurz sagen, weil ich finde das nicht, ich finde Mäuse süß, ich finde es nicht geil, wie wir so Tierversuche machen und ja, mit den Tieren solche Dinge machen, mit so Tests und die aufschneiden und die Gehirne und dieses Blablabla. Was sagt ihr dazu? Ist das eine gute Sache mit den Tierversuchen oder nicht? Also sagt ihr, das ist gerechtfertigt, sagen wir mal, 1000 Tiere zu töten, wenn man dadurch ein neues Medikament entwickeln kann? Das Ding ist so. Macht mal 1 in den Chat, wenn ihr sagt ja, 2 in den Chat, wenn ihr sagt nein. Weil das Ding ist so, Digga. Am Ende des Tages, meine persönliche Ansicht der Sache ist, dass wir Menschen dazu in der Lage sind, uns mit Pflanzen zu heilen. Und dass viele Menschen das auch gecheckt haben. Aber das wird bewusst unterdrückt in der Medizin. Und wurde bewusst damals auch unterdrückt. Als Menschen angefangen haben, mit Pflanzen Krankheiten zu heilen. Deswegen, ich bin überzeugt davon, dass wir uns heilen können und dass wir Dinge in der Natur finden können, die uns helfen können und uns heilen können, ohne dass wir dafür Tiere töten müssen oder an denen irgendwelche Versuche durchführen müssen oder so. Weißt du? Ich glaube, der Ursprung der ganzen Sache ist schon, da haben wir schon verkackt. Weißt du, wie ich meine? Da haben wir schon verkackt, meiner Meinung nach. So. Wenn wir uns auf Pflanzenheilung konzentrieren würden und wirklich wie die von damals, Indianer und Urvölker, ein wirkliches Verständnis dafür hätten, welche Pflanze gegen was hilft, bräuchten wir gar nicht so viele Medikamente und dann müssten wir gleichzeitig auch nicht so viele Versuche machen mit Tieren. Weißt du? Das ist so meine Ansicht. Das Blut die Alterung des Gehirns rückgängig machen könnte. Verschiedene Studien hatten bereits darauf hingewiesen. Machiavelli sagt, für medizinische Zwecke ja, für alles andere, Kosmetik zum Beispiel nein. Ja, wie gesagt, ich glaube halt, die Medizin ist schon einfach in eine falsche Richtung gelenkt worden, dass das jetzt, dass diese Diskussion halt meiner Meinung nach hinfällig ist, wenn wir zurück zur echten Medizin kehren würden. Dann würden wir automatisch nicht mehr Tierversuche, vor allem nicht in dem Ausmaße, machen müssen. Weißt du? Verstehst du ein bisschen, was ich meine? Junges Blut Biomarker des Alterns verändern kann. Im Experiment nähte das Forscherteam Mäuse verschiedenen Alters aneinander. Dabei wurden die Blutkreisläufe der Tiere miteinander verbunden. Guck mal das zum Beispiel. Meint ihr echt, wenn es einen Gott gibt, jetzt mal alle Leute, die an Gott glauben, ne? Meint ihr echt, dass Gott das nice findet, was da gemacht wird? 2 Tiere aneinander nähen, dass deren Blutkreisläufe ineinander laufen. Bruder, das ist teuflisch, das ist gottlos, das kannst du nicht rechtfertigen. The fuck, bro? Da will ich jetzt wirklich appellieren an die Leute, die auch wirklich sagen, ey, ich glaube an Gott, Machiavelli, du auch, Cousin.
Ein ethisch eher fragwürdiges Experiment, wenn ihr mich fragt. Daraufhin fanden sie in den älteren Mäusen unter anderem eine erhöhte neuronale Plastizität im Gehirn und entsprechend eine erhöhte Anzahl an Synapsen. In den Vergleichsgruppen, in denen gleichaltrige Mäuse verbunden wurden, gab es diese Effekte nicht. Um einzugrenzen, welcher Bestandteil des Blutes... Guck mal. ...für den Effekt zuständig ist, injizierten die Forscherinnen und Forscher dann recht alte Mäuse mit dem Blutplasma von jungen, erwachsenen Mäusen. Und jetzt kommt das Krasse, die älteren Mäuse lernten danach in verschiedenen Verhaltensexperimenten besser als unbehandelte Mäuse. Die Schlüsse, die daraus folgen, ne, die überlasse ich jedem selbst von euch so. Aber wir haben da schon oft von gehört, ne? Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, stellt euch mal vor, ihr seid ein älterer, reicher Mann oder Frau auch, der Milliarden hat und große Teile der Welt oder eines Landes kontrolliert so. Und ihr hört von so einer Studie, Digga. Und ihr habt kein Gewissen, keine Skrupel, keine Ethik, keine Moral, ihr glaubt nicht an Gott. Was machen dann? Daraus schlossen die Autorinnen und Autoren, dass Bestandteile des Blutplasmas junger Mäuse die Alterung des Gehirns alter Mäuse zumindest teilweise rückgängig machen können. Krass. Und logisch, dass Brian Johnson das ausprobieren wollte. Er machte ein Familienereignis daraus. Sein Vater, der mit 71 Jahren über die ersten kognitiven Aussetzer klagt, und sein 17-jähriger Sohn wurden mit einbezogen. Jetzt haben die einfach alle drei Blut geswitcht, oder was, Bruder? Dabei spendete Brian Johnson seinem Vater Blutplasma und sein Sohn dann ihm. Die Technik selbst, also das Extrahieren von Blutplasma, ist nicht experimentell, sondern seit Jahrzehnten etabliert. Aber während es offenbar für die drei Männer ein emotionaler Moment der Verbundenheit war, hatte die Infusion für Brian Johnson keinen messbaren Nutzen. Für seinen Vater aber scheinbar schon. Sein epigenetisches Alter sei für einige Monate reduziert gewesen. Moment, wieso epigenetisches Alter? Ich dachte, es geht um das Alter des Gehirns. Ja, darum ging es in den Studien an Mäusen, aber Johnson erwähnt mit keinem Wort, ob sein Vater eine verbesserte Lernleistung hatte, sondern spricht nur von epigenetischer Alterung. Wir können nur vermuten, dass er und sein Team wie immer ganz viele Dinge getestet haben und das sind die einzigen Veränderungen, die sie gefunden haben. Das ist eines der Probleme, die Forscherinnen und Forscher übrigens mit Brian Johnsons Ansatz haben. Denn wenn man nach einem Experiment ganz viele Parameter durchmisst, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass irgendeiner davon einfach zufällig gerade gut aussieht. Vor allem, wenn, wie hier, die Versuchsbedingungen total unkontrolliert sind. Na gut. Aber das epigenetische Alter ist ja tatsächlich ein wissenschaftlicher Parameter. Was genau ist das? Epigenetik bezieht sich darauf, dass Zellen Abschnitte ihrer DNA markieren können. Und zwar als Antwort auf verschiedene Umwelteinflüsse. Eine dieser Markierungen ist das Anhängen einer Methylgruppe. Das kann verschiedene Auswirkungen haben, aber hauptsächlich können methylierte Gene einfach nicht mehr abgelesen werden. Man fand heraus, dass die DNA mit dem Alter solche Methylierungen anhäuft. Es gibt also immer mehr davon, je älter man wird. Daraufhin wurde von einem anderen Forscher ein Algorithmus erstellt, der anhand des Methylierungsmusters einer Probe das biologische Alter verschiedener Zellen und Geweben ermittelt. Das nennt man da... Ich muss sagen, der hat das Video auch gut aufgebaut, ne? Ich kann ihm gut zuhören, Digga. Die epigenetische Uhr. Es ist also eine Methode, um das Alter eines Menschen anzugeben, die wirklich auf der Alterung des Körpers basieren soll. Brian Johnson altert nach eigenen Aussagen hier nur 0,69 Jahre pro Jahr, also langsam sein chronologisches Alter. Welche Auswirkungen die jeweiligen Methylierungen... Ich bin epigenetisch 18, Digga, da kannst du von ausgehen. ...in den verschiedenen Geweben haben, ist dabei aber noch gar nicht ermittelt worden und die Aussage eines epigenetischen Alters ist damit unklar. Naja. Aktuell ist Brian Johnson bei einer ziemlich komplizierten Routine angekommen.
Er nimmt jeden Tag über 100 Nahrungsergänzungspillen. Digga, das kannst du dir nicht ausdenken, ja. Einige rezeptpflichtige Medikamente. Er isst nur vormittags zwischen 9 und 11 nach einer veganen Diät. Intermittent Fasting, vegan. Stark. Er geht schon um 8:30 abends ins Bett und achtet auch stark auf einen möglichst niedrigen Ruhepuls vor dem Einschlafen. Auf einen Wecker verzichtet er aber. Dann macht er noch Lichttherapie und Meditation und der Bruder, guck dir den an. Seine Fitnesseinheiten sind genau danach geplant, wie viele Minuten sein Herz wie schnell schlagen darf. Ach du Scheiße. Das kann und will wohl kaum jemand alles nachmachen. Und dafür wirbt Brian Johnson auch gar nicht, sagt er, verkauft aber sein eigenes Olivenöl für 71 Euro die Flasche. Gratis gibt es dafür aber einige Infos auf seiner Website, die auch denen helfen sollen, die weder Geld noch Scammer noch Motivation für die extreme Variante haben. Und er gibt uns 7 Tipps an die Hand, wie wir die größten Verjüngungseffekte auch mit kleinem Geld und etwas Aufwand erzielen können. Welche das sind, das erzähle ich euch nach der Werbung. Okay, ich habe es jetzt gerade schon mehrfach erwähnt, Ernährung ist ein super wichtiger Faktor. Leider passiert es mir persönlich viel zu oft, dass ich keine Zeit habe, um ausgewogen, gesund und lecker zu kochen. Das ist Coping, Bro. Ich habe keine Zeit, Bruder, gibt's nicht, Digga. Das ist also echt mein Jutster. Ich finde das Video jetzt bis zu der Stelle fand ich sehr stark, mein Bruder. Aber das ist Cope. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, um ins Gym zu gehen. Ich habe keine Zeit, mich gut zu ernähren. Bruder, jeder hat Zeit dafür. Du musst dir die Zeit nur nehmen. Du hast keinen Bock. Das ist nämlich das Richtige. Die richtige Aussage ist, ich habe keinen Bock. Sorry, aber das muss ich hier ganz klar dazu sagen. Weil wir haben Zeit zum Trainieren, wir haben Zeit, uns gut zu ernähren, wir haben Zeit zu beten, wir können uns die Zeit nehmen. Du musst halt Bock darauf haben, du musst es priorisieren und diszipliniert sein. Und an ganz schlimmen Tagen schmeiße ich dann alle guten Vorsätze über Bord und esse überteuertes Junkfood oder irgendwelche zweifelhaften Fertiggerichte. So, aber nicht, weil du keine Zeit hast, mein Jutster. Aber dazu gibt es eine gute Alternative. Löwenanteil. Löwenanteil macht Gerichte in Schraubglied. Jetzt haut der auch noch Werbung hier rein, Digga. Das kannst du dir nicht ausdenken. Sei ihm gegönnt. Also, was empfiehlt Brian Johnson uns Alltagsmenschen, nachdem er 2 Jahre lang sein 2 Millionen Dollar pro Jahr Programm durchgezogen hat? Er bricht seine Erkenntnisse für uns, je nach Interview, auf aktuell 5 bis 7 Power. Die Madak sagt gerade, jeder hat 2 Stunden am Tag für Training und gesundes Kochen. Bruder, du brauchst dafür nicht mal 2 Stunden, Bro. Wenn du jeden Tag 1/2 Stunde trainieren würdest, dann ist das auch schon wild. Aus herunter, wie er sie nennt. Johnson sagt selbst, dass alles andere... Einer schreibt, naja, eigentlich hat kein Mensch Zeit. Zeit geht immer von alleine weg. Was ist, wenn es Zeit gar nicht gibt? Was ist, wenn wir nur denken, dass die Zeit weggeht und dass wir keine Zeit haben? Bro, wir haben Zeit. Was ist, wenn du dir über Zeit gar nicht mehr so viele Gedanken machst und einfach das tust, was richtig ist? Und gut ist so. Und dir egal ist, zeittechnisch, weißt du? Würde das gehen, denkst du? Ich glaube schon. Was er tut und optimiert, wahrscheinlich nur noch einen kleinen Unterschied macht. Und diese Power Laws, die wir alle umsetzen können, sind, Trommelwirbel bitte, nicht rauchen, nur wenig Alkohol trinken, eine ausgewogene mediterrane Ernährung oder natürlich seine Blueprint-Diät, Normalgewicht halten und 6 Stunden pro Woche leichte bis anstrengende Cardio. Das hat, glaube ich, jeder von uns gewusst, dass das gesund ist, oder? Mal eins in den Chat, wenn euch das bewusst war. Deswegen ist es auch immer so faszinierend, wie Leute, hey Bro, wie kann ich das, wie kann ich dies, wie kann ich so, wie kann ich das? Bruder, gesund zu sein ist gar nicht so schwer. Das sind alles Sachen, die wir wissen das alle. Es geht nur darum, das endlich mal durchzuziehen. Es geht nur darum, einfach mal oben mal umzuschalten und mal diszipliniert zu sein und mal einfach mal Gas zu geben. Und mal die Sachen zu machen, die wir alle schon wissen. Da brauchst du keinen YouTuber, der dir das sagt, keine Bücher, kein Nichts. Wir wissen das. Wir wissen, was gesund ist. Wir wissen, wie wir einen guten Körper aufbauen. Jeder von uns. Gute Schlafhygiene sei das Allerwichtigste und 7. Man möge bitte alle schlechten Angewohnheiten ablegen. Ja, ist jetzt nichts allzu Revolutionäres dabei, was man noch nie gehört hat, ne? So. Ayúdame a cantar Arena y Sol.
Was ist das denn, Digga? Guck mal, geht schon los jetzt hier in Mexiko auch, Jungs. Mädels. Porque estaremos en Cancún. PenisträgerInnen, Mann. Bicho. Cousin. El 22 de mayo. Y es muy fácil. ¿Sabes cómo se llama el recinto? ¿Cómo? Teatro Cancún. Sollen wir da hingehen, Freunde? Teatro Cancún? Und dann vamos en el Teatro Cancún, en Cancún, el 22 de mayo. Para disfrutar. El 22 de mayo. Sollen wir hingehen, Freunde? Soll ich einen Vlog machen oder was, Digga? Arena y Sol. 22. Mai, auf entspannt. Okay. Auch wenn er uns bisher keine revolutionären Erkenntnisse geliefert hat und er als Persönlichkeit übrigens sehr umstritten ist, bin ich persönlich fasziniert von Brian Johnsons Projekt und ich bin gespannt, was daraus wird. Und vor allem, wie alt er dann am Ende wirklich wird. But the thing is, you're not gonna be around to see it, so like, damn, that sucks. Gut finde ich, dass er die Silicon Valley Grind Culture kritisiert, auch wenn er aus genau der Bubble kommt. Vor allem die Glorifizierung von Schlafentzug hält er für kontraproduktiv. Und ich persönlich übrigens auch. Ob man. Ja, da man hat er auf jeden Fall ein, zwei Sachen gesehen, wo ich sage, ey, safe. Intermittent Fasting, vegane Ernährung, Sport machen, gut schlafen. Das sind ja alles Sachen, wo ich auch sage, ja, Digga, stehe ich auch für, weißt du? 100 Tabletten am Tag, weiß ich nicht. Blut von jüngeren Menschen in sich rein laufen lassen, damit man selbst verjüngt wird, weiß ich auch nicht, Bro. Da geht's dann halt zu weit, weißt du, wie ich meine? An Lebensqualität gewinnt, indem man sein rigoroses Verhaltens... Leon denkt jetzt woanders auszuwandern. Ach was, Bruder, lass sie doch machen, weißt du, wie ich meine? Alles gut. Das ist die erste Werbung, die ich in die Richtung hier gesehen habe. Also ist auf jeden Fall hier nicht so extrem wie bei uns in Germany oder in Amerika. Aber das ist ja auch überall, Mann. Ich meine, vor dieser ganzen LGBTQ-Entwicklung gab es auch in Thailand, wo ich auch gerne hinwollen würde, da gibt es schon sehr viele Lady-JungsInnen. PenisträgerInnen, die aussehen wie Mädchen. Durchzieht. PenisträgerInnen, die aussehen wie SitzpinklerInnen. Das ist wohl eine andere Frage. I feel rejuvenated. I feel youthful. Also, this challenge absolutely wrecked me. In a good way. My sleep is significantly better. I don't want to live like that, but he can live like that and just tell us what actually works. It takes a ton of time, money and resource to be able to do it to that extent. Ob man von Brian Johnson etwas lernen kann, das wird sich noch zeigen. Alterungsforscher finden aber, dass sein Programm keinen wissenschaftlichen Nutzen hat. Dafür probiert er zu viele Maßnahmen gleichzeitig aus und eben auch nur an inzwischen zwei Personen. So macht man keine medizinische Forschung. Dafür bräuchte man viel größere Gruppen, die doppelblind randomisiert untersucht werden und an denen immer nur eine Veränderung gleichzeitig über einen langen Zeitraum beobachtet wird. Aber das kostet sehr, sehr viel Geld und Zeit und macht nicht so viele Schlagzeilen. 2 Millionen, Bro. Wir haben Brian Johnson und andere selbsternannte Experten einem echten Altersforscher vom Max-Planck-Institut gezeigt und ihn nach seiner Reaktion dazu gefragt. Das Video kommt nächsten Sonntag, also abonniert gerne den Kanal hier, damit ihr mitbekommt, wenn wir dieses Video hochladen und unterstützt uns gerne auf Patreon, wenn ihr dieses Video jetzt schon sehen wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche euch ein glückliches Leben, viele Nächte mit perfektem Schlaf und ein möglichst sanftes und spätes Ende. Bis dahin, bleibt neugierig, euer Cedric. Cedric Majuster, produziert von 20 Film. Ey, 22 Film. Der ist sympathisch, Digga, der Cedric, ne? Muss ich sagen. Hat mir gute Vibes gegeben, Digi. Fand ich nicht schlecht, das Video. Der Typ in dem Video, habe ich ja meine Meinung schon gesagt, auf jeden Fall. Liebe geht raus an die Community. Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Tschüssi. Peace out. Cedric in den Männer, da. Gib mir die Cedric-Vibes, Bro. Cedric-Vibes.